Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Harvest Neue Augen. Bewertet den Part und viel Spaß. Kann ich noch runter? Kann ich da lang? Nein, ich kann nur hier hoch, okay. Sieht ein bisschen anders aus als in Edna Bericht aus, muss ich ja sagen. Herr Mantel! Wer hatte Angst vorm schwarzen Mann? Richtig, Lilly war es nicht. Hey! Das ist mein Kamin. Du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du willst Geschenke bringen oder den Schornstein fegen. Nicht, dass mich der Ruß stören würde. Das war der alte Herr Mantel. Der neue Herr Mantel genießt den Schmutz. Ah, Schmutz. Siehst du? Für dich immer noch Herr Mantel. Und falls du dich fragst, was ein Kleidungsstück wie ich in einem Kamin zu suchen hat, ich ruße. Jawohl. Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Doch dann kam diese impertinente Person und wagte es, mich zu bekleckern. Die Flecken sind nie wieder rausgegangen. Meine Kleidung ist schwarz und speckig. Meine Socken sind nicht gebügelt und ich habe sogar Flöhe. Karin und Bertram. Ich würde sie dir ja vorstellen, aber sie schlafen gerade. Dann wohne ich eben in einem rußigen Kaminschacht. Na und? Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Jetzt ist mir alles egal. Du sprichst jetzt mit dem dunklen Herrn Mantel, der seine Gummibären ohne Serviette isst. Alter, das kannst du nicht machen. Ich weiß selber, dass es hier dreckig ist. Na und? Ich liebe die Spinnenweben, den Staub und diese gammelige Substanz da in der Ecke. Ich habe sie gerade erst gekämmt. Ich würde hier nicht einmal Staub wischen, wenn du mir den Wedel direkt in die Hand drücktest. Du hast doch keinen Staubwedel, oder? Stopp! Gut zu wissen. Ich will es gar nicht wissen. Du brauchst nicht so zu nuscheln. Seit Dr. Marcells Unfall können wir hier so viel Lärm machen, wie wir wollen. Er interessiert sich nicht mehr die Bohne dafür, was hier in der Anstalt vor sich geht. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seiner Suche nach dieser Edna. Du erinnerst mich irgendwie an eine Patientin, die wir mal hier hatten. Sie war ein bisschen größer als du. Und ich glaube, mich an zwei rote Hörner und einen Schwanz zu erinnern. Ja, das klingt nach Edna. Was? Genau, geh erstmal zum Dach, Lilly. Der Bienenmann! Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrungssuche. Lilly hatte noch nie so einen traurigen Mann im Bienenkostüm gesehen. Aber sie kam ja auch nicht weit rum. Es war hoffnungslos. Der Mann im Bienenkostüm konnte Lilly von hier aus nicht hören. Okay. Dann gehen wir erstmal hier lang. Zum Wartungsraum. Käsescheibe. Nein. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Gut, dann gehe ich mal kurz wieder runter. Denn wir haben ja jetzt eine Käsescheibe. Als ob das wirklich funktioniert. What? Lilly hatte das Stuhlbein versehentlich abgebrochen. Nun war Lilly. Es spitz wie ein Messer. Achso, hoffentlich hatte der lustige Hase nichts gesehen. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Okay. Du sollst keine... Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Du sollst keine spitzen Gegenstände verwenden. Aber Lilly, was weißt du denn nicht? Du sollst keine spitzen... Also lass später. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Telefon. Kann ich mir noch mal rufen? Lilly wollte gerade wählen,
Als ihr auffiel, dass sie gar nicht wusste, wen sie anrufen wollte. Sie hatte doch weder Freunde noch Verwandte. Sie war ganz allein und niemand mochte sie. Das Dummerchen. So traurig. Pizza-Flyer. Bananen. Tomaten. Brokkoli. Blaubeeren. Okay. Kann ich irgendwas in den Kühlschrank reinpacken? Ich glaube eher nicht, oder? Ob es in dieser Gegend noch andere... Willkommen bei Spermis Pizza Service. Sie sprechen mit Poki. Was kann ich für Sie tun? Anstaltsberg 1, ist das richtig? Ich nehme an, wir sollen Sie wie immer unter dem Gitter durchschieben. Was soll denn drauf auf die Pizza? Hallo? Hallo? Ihre Bestellung bitte? Also einmal ohne alles. Machen wir fertig. Das dauert eine halbe bis dreiviertel Minute. Schönen Tag noch. Alter. Der klingt nicht gesund. Oh, Harvey. Das machen wir gleich. Wie es aussieht, doch nicht. Die Tür war fest verschlossen. Komm schon. Überrascht mich wiederzusehen. Ja, zappel ruhig. Noch einmal wirst du mir nicht entkommen. Und jetzt halt still, bis ich mir überlegt habe, was ich mit dir anstelle. Lilly zog das als Option in Betracht, tat aber stattdessen Folgendes. Gut so. Schön stillhalten. Du sollst keine Spitze. Okay. Wogi. Kartoffeltierchen, ganz viele da unten. Gnome. Ein Huhn. Lilly wollte nicht gierig erscheinen. Eine Feder würde reichen, wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Hallo. Du bist aber mutig, dass du dich so nah an mich rantraust. Siehst du nicht meine Zähne, meine Stacheln und meine scharfen Klauen? Hat man dir etwa nicht beigebracht, dich von spitzen Gegenständen fernzuhalten? Das wäre ja ein tragisches Versäumnis. Lass das. Was ist los, tapfere Kriegerin? Bist du etwa zu schwach? Nee. Lass das. Halte dich lieber von meinen Stacheln fern. Ein braves Kind wie du sollte nicht mit spitzen Gegenständen spielen. Gittertor? Dieser Schmerz! Du verflixte Göre! Schau doch, was du angerichtet hast! Jetzt steh da nicht so rum! Tu etwas! Darf ich nicht! Eben stand hier Harvey-Drache, oder nicht? Da eben. Da, Harvey-Drache. Harvey-Drache, Drachenschwanz, Drache. Oh, danke. Das war knapp. Auch dieser Dämon hatte sich also geirrt. In manchen Situationen war es wohl doch notwendig, mit spitzen Gegenständen zu hantieren. Siegreich trat Lilly ihren Rückweg in die Realität an. Geil! Geil, der Harvey mit einem Messer durch den Schädel, alles klar.
Sehr nice. Verbote. Verbot aufheben. Spitzes Gegenstand. Spitzes Gegenstand, klar. Verflucht seist du, unartiges Gör! Verflucht! Lilly rang nach Luft. Der Griff des Phantoms hatte ihr die Kehle zugeschnürt. Unartig, hatte es gesagt. Ach so. Ich kann mich jetzt einfach mit dem Hasen einfach so in die Welt bringen. Aber ich kann das Gittertor ja nicht öffnen. Die Tür. Ja, das kann ich wahrscheinlich erst dann öffnen, oder das ist dann offen, wenn ich das in der realen Welt, sag ich mal, auch geöffnet habe. Würde ich jetzt mal so schätzen. Eine Pizza. Waschraum, von Wartungsraum kommen wir, ne? Genau. Die Tür war fest verschlossen. Rollenspielrunde. Peter, Petra, Adrian und Drogelbecher! Die Kerze roch wunderbar nach Honig und Blumenfeldern. Zumindest vermutete Lilly das. Die Blumen im Kloster hatten immer nach Insektiziden gerochen. Lilly hatte trotzdem gerne an ihnen geschnüffelt. Das erklärt einiges. Hallo Lilly, du willst... Du sollst nicht mit Feuer spielen. Doch soll ich. Oh, roter Vorhang. Der Vorhang hatte schon bessere Zeiten gesehen. Damit ging es ihm immerhin besser als Lilly. Einfach abreißen und mitnehmen, okay. Habe ich hier noch irgendwas anderes außer die Leutchen hier? Ich erstmal mit Drogelbecher. Das Kissen, das er auf dem Kopf trug, wirkte irgendwie deplatziert. Meine Treu, wen haben wir denn da? Noch eine Mitspielerin. Ja. Achte nicht auf ihn. Peter ist ein kleiner Schwarzseher. Das ist eine angeborene Sehbehinderung. Stimmt. Peter okay. Leidet unter einer Rot-Grün-Schwäche. Drogelbecher. Wohl gesprochen, treuer Freund. Wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Ach ja, wacht ihr auch jeden Morgen mit der Gewissheit auf, eines Tages an einer Fußgängerampel zu sterben? Das wohl nicht. Doch Drogelbecher zum Beispiel leidet unter einer Grün-Blau-Schwäche. Das kann man ja wohl kaum vergleichen. Deine Freundin Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche. Sie ist nicht meine Freundin. Und wir, König Adrian, leiden unter einer Rot-Gelb-Schwäche. Du hättest dabei sein sollen, als wir Mensch ärgere dich nicht gespielt haben. Peter wäre beinahe erstickt. Ich wollte mein Leid verkürzen. Wir haben hernach beschlossen, keine Brettspiele mehr zu spielen, sondern ein Fantasy-Rollenspiel. Du hast das beschlossen. Und was haben wir gerade gesagt? Es ist so aufregend. Wir sind eine Gruppe von Abenteurern in der sagenumwobenen Welt von Hoth Motigur. Oh bitte, setz dich doch dazu. Drogelbecher! Nicht so schnell. Wenn die holde Maid mit uns zu Felde zu ziehen gedenkt, muss sie sich vorher als würdig erweisen. Sie muss eine Aufgabe erfüllen, die ihren Heldenmut auf eine harte Probe stellen wird. Jetzt sag ihr doch schon, dass sie Pizza bestellen soll, damit wir das Ganze hinter uns bringen können. Nun, bestelle sie uns Pizza. Okay. Ich will Brokkoli auf die Pizza. Aber bitte keine Tomaten. Drogelbecher! Oh, kein Brokkoli? Drogelbecher? Gegen Bananen habe ich ja auch gar nichts. Aber ich könnte sterben für Brokkoli. Oh ja, bitte tu das. Im Gegenzug würde ich sogar Bananen auf der Pizza akzeptieren. Du isst doch sowieso nur Blaubeeren. Ja, ich mag Blaubeeren. Aber in diesem Leben bekommt man ja eh nie, was man will. Blaubeeren sind per königlichem Erlass von der Pizza zu verbannen. Stattdessen sei kundgetan, dass ab sofort Tomaten den Teich zieren mögen. Aber ich mag doch gar keine Tomaten. Lilly hatte genug gehört. Es schien unmöglich, eine Pizza zu besorgen, mit der alle einverstanden waren. Okay, Moment. Ich muss mir wieder notieren. Drogelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche.
Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Nochmal bitte. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Was hat sie gesagt? Oh, war doch nicht so schnell. Du musst ihn verzeihen, wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, Grün-Blau nicht wahr? Und Gelb. Gelb-Blau oder Gelb-Grün? Und ich habe eine. Gelb-Grün, okay. Gelb-Grün. Alles klar. Du. Roggebecher. Da. Du hast ihn gehört. Bringen Sie uns zunächst die Pizza. Dann darf sie auch mitspielen. Es ist ganz leicht. Alles, was man dafür braucht, sind Würfel, Stift, Papier. Und ein Hang zur Selbsterniedrigung. Droggelbecher. Droggelbecher. Du fragst dich sicher, warum Droggy ein grünes Kissen auf dem Kopf trägt, oder? Droggelbecher? Einer treu. Sie hat recht. Wie läufst du denn nur rum? Du blamierst mich ja vor meinem neuen Untertan. Droggelbecher. Ja, das ist schon ein wenig absonderlich. Warte, bis du die Erklärung gehört hast. Heute wäre eigentlich das blaue Kissen dran. Oh, Droggelbecher. So einfach kriegt man das grüne Kissen, was? Danke. Droggelbecher? Mich deucht, unser Gast ist auf der Suche nach dem Tyrannen namens Dr. Marcel. Berichte ihr die Kunde. Droggelbecher, 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 Droggelbecher. Vergiss nicht, das mit dem Hubschrauber zu erzählen. Droggelbecher. Oh. Und nie mehr gesehen. Bravo. Gut erzählt, treuer Freund. Seither stehen diese Lande wieder unter der weisen Herrschaft eines großherzigen Königs. Wir können machen, was wir wollen. Kann ich dann endlich schlafen gehen? Nein. Nein. Okay, alles klar. Na, da konnte ich nicht rein, ne? Oh, ich hab das... Was ist das da vorne für ein Boy, Alter? Was? Alles klar. Einfach nur alles klar. Rot, grün, gelb und blau. Alles klar. Bitte, 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 wusch! Willkommen im Waschsalon. Das wäre jetzt die Stelle gewesen, an der du fragst. Das hier soll ein Waschsalon sein? Und ich antworte, natürlich! Zugegeben, es ist ein wenig rustikal. Aber Not macht erfinderisch. Versuch klug. Und wir waschen unsere Wäsche in den Pissoirs. Schon so lecker. Wo sind die Alternativen? Genau, es gibt keine. Also tu dir keinen Zwang an. Man muss nur darauf achten, dass man die Textilien gut trennt. Die Klosteine färben fürchterlich. Wir waschen rote Wäsche in dem Pissoir mit dem roten Klostein. Gelbe Wäsche in dem Pissoir mit dem gelben Klostein. Blaue Wäsche in dem Pissoir mit dem blauen Klostein. Und grüne Wäsche in dem Pissoir mit dem grünen Klostein. Wenn du auch mal ran willst, zeig mir einfach ein Kleidungsstück in der entsprechenden Farbe. Dann kannst du das dazugehörige Pissoir so oft benutzen, wie du willst. Ah. Okay. Wenn du auch... Hallo Lilly, du willst... Ach, das hat die... Okay. Was hast du da? Zeig mal her. Aha, das ist ja doll. Bravo. Okay. Was hast du da? Zeig mal her. Oh ja, das müsste dringend mal gewaschen werden. Aber bitte im richtigen Pissoir. Nimm mich ruhig pingelig. Das ist ja mein Humor, ne? Nimm mich ruhig pingelig. Was hast du da? Zeig mal her. Oh, das müsste aber bitte... Nimm mich ruhig... Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut.
Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das rote Pissoir ruhig, so oft du willst. So Leute, das war's erstmal mit dieser Folge von Harveys neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.